Guten Morgen zusammen. Heute wollte ich euch den Ozempic Pen bzw. Wegovy Pen vorstellen. Und obwohl ich hier nur ein Ozempic Pen habe, gelten alle Informationen auch für den Wegovy Pen. Also hier habe ich einen Demonstrationspen für Ozempic 0,25 Milligramm vorliegen. Den habe ich gestern vom Außendienst von Novo Nordisk erhalten. Als erstes, was ihr überhaupt machen müsst, vor der Anwendung, müsst ihr hier einmal aufmachen. Und hier durchs Sichtfenster gucken und schauen, ob ihr eine klare und farblose Lösung habt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr hier die Pennnadel draufsetzen, also Novofine 4 mm, aber es gelten auch 6 mm würden auch reinpassen oder von BD oder von Accufine zum Beispiel die Pennnadeln, die passen hier auch drauf, das habe ich probiert, genau. Dann müsst ihr natürlich als erstes hier eure Milligrammanzahl einstellen, 0,25, und durch diesen Injektionsknopf dann wird dann injiziert, genau. Ihr könnt es aber auch wieder zurückziehen, genau. Wenn ihr damit fertig seid, unbedingt also die Pennnadel wieder entfernen und am besten auch wirklich immer eine neue Pennnadel, da sonst eine Verstopfung droht und das führt dann dazu, dass ungenaue Dosierungen dann verabreicht werden, beziehungsweise Verunreinigungen, beziehungsweise Infektionen. Genau, das wollen wir ja nicht, genau. Und dann immer die Pennkappe schließen, damit das vor Licht geschützt wird und der Wirkstoff stabil bleibt, genau. Wie gesagt, hier seht ihr dann auf jeden Fall die Milligrammanzahl, die Dosis. Wenn man dann zum Beispiel jetzt Klicks zählt, und das sage ich hier rein aus informativen Gründen, machen wir mal einmal zusammen. Die Nummer 1, die zählen wir nicht, weil das ist dann für Luft ablassen. Fangen wir von hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Genau. Bei 18 sind wir dann bei 0,25. Gestern hatten wir noch einen Wegovy-Pen. Da hatten wir bei bis 0,5 Milligramm hatten wir dann 36 Klicks gezählt. Genau. Hier nochmal ein Unterschied zwischen einem vollen Pen und einem leeren Pen. Wie gesagt, das ist der volle. Wie gesagt, ihr guckt dann als erstes hier durchs Sichtfenster, ob das eine klare Lösung ist. Das ist ein bisschen beschlagen, weil es aus dem Kühlschrank kommt. Und so sieht dann der leere Pen aus. Halt, ne? Wenn es dann vorbei ist, da ist dann nichts mehr da. Könnt ihr gerne wegwerfen, da ist leider auch kein Rest da. Das war's dann. Dann müsst ihr einen neuen holen. Genau, das ist der 1 Milligramm Ozempic Pen Wegovy. Sieht alles gleich aus bei Wegovy, außer die Farben, und da steht dann natürlich dann Wegovy drauf. Hier könnten wir mal auf jeden Fall auch mal die Klicks zählen bis 1 Milligramm. Also 1 zählen wir ja nicht. Wir fangen dann von hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, das war ja bei 0,5 Wegovy, circa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Genau, da lässt sich dann nicht mehr drehen. Genau. 73 oder 74, auf den einen Klick kommt es nicht an. Und auf jeden Fall nochmal aus rechtlicher Sicht, also das ist wirklich alles ohne Gewähr jetzt. Und das ist aus reiner Information, habe ich jetzt die Klicks gezählt für euch. Das ist jetzt nicht eine Empfehlung, dass wenn ihr jetzt hier 1 Milligramm habt, ihr habt jetzt 74 oder 73, durch 2, dann könnt ihr 0,5 Milligramm injizieren, das auf gar keinen Fall. Also da lege ich nicht die Hand ins Feuer, das darf ich auch so gar nicht sagen.
Genau, also rein informativ habe ich jetzt für euch die Klicks bis 1 Milligramm gezählt. Das sind ungefähr also 73, 74 und bis 36 waren es circa 0,5 und bis 18 waren es bei diesem Pen hier, bei dem 1 Milligramm Pen, circa 0,25. Genau. Also ihr seht es auch, ist jetzt auch nicht so genau halt, weil es eine ungerade Zahl ist, 73. Wenn man jetzt zum Beispiel von hier zählt, sind es 74. Wenn man es ab hier zählt, sind es dann 73. Genau. Also wie gesagt, alles ohne Gewehr. Und die 1 Milligramm Pen, die ist dann genau dosiert bei 0,5 Milligramm. Wenn ihr eine 0,5 habt, dann seid ihr auch dann auf der sicheren Seite, dass ihr dann wisst, dass ihr 0,5 spritzt. Und hier beim Demo-Pen, wenn hier steht 0,25, sind es auch 0,25. Genau. Falls ihr noch Fragen habt, ich habe auch noch andere Informationen über Ozempic und Wegovy. Ja, also leider wird es bis Ende des Jahres der Lieferengpass andauern. Wegovy wird es in Deutschland, also für den deutschen Markt, nur 210.000 Dosierungen werden geliefert an die deutschen Apotheken. Und die niedrigen Dosierungen, also die 0,5 Wegovy, werden dann bevorzugt dann an die deutschen Apotheken geliefert und die höheren Dosis etwas weniger. Genau. Genau, das war's erstmal. Vielen Dank und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne einmal in die Kommentare eure Fragen stellen. Vielen Dank.